Herzlich willkommen zurück. Heute erkunden wir die letzten Ecken im stillen Wald, bis wir vor der Weide, dem finalen Punkt in diesem Spiel, angekommen sind. Wir machen daraufhin aber ganz fix Kehrtwende, da wir noch andere Quests in diesem Spiel zu erledigen haben, bevor wir uns die Finale stellen wollen. Sowie unter anderem die ganz große Tauschquest, welche sich über das gesamte Spiel schon gezogen hat. Das ist nicht die einzige Sache, die wir heute erledigen werden. Wir finden auch unter anderem noch eine versteckte Energiezelle und gehen der dunklen Höhle in der Brunnenquelllichtung nach. Alles in einem gibt's also heute einiges an Backtracking zu erledigen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like dafür, euren schnellen Frühsupport und ein Abo und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einem neuen Part. Let's play Ori and the Will of the Wisps. Das Projekt läuft schon eine ganze lange Weile und es wird langsam Zeit, das dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ja, wir sind in Finalstimmung, meine lieben Freunde, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wohl mitunter in einem der letzten Gebiete, und zwar in dem besonderen Eck des stillen Waldes angekommen, im letzten Part. Da haben wir in der Windwüste die Wahrheit erfahren über das, was hier passiert ist, wie wir alle die Welt retten können, und zwar müssen wir Seer, weil wir das vierte Irrlicht ja hier gefunden haben. Das ist dieser leuchtende Punkt hier. Seer ist so stark geworden, weil sich alle Irrlichter verbunden haben, dass es nun auch neben uns mitfliegt. Und das sieht schon ziemlich cool aus, so eine leuchtende Aura nebeneinander zu haben. Selbst, wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Schriek? Hieß sie Schriek? Bin mir nicht ganz genau sicher. Hieß sie Schriek? Ich habe vor Jahren vergessen, WTF. Also, Kumo hieß die andere, ich glaube, das war Schriek. Ich nenne sie jetzt mal Schriek, ich habe jetzt gar keine große Ahnung mehr davon, aber ich glaube, dass sie so hieß. Selbst sie konnten wir mit dem Licht vertreiben, als sie uns in der Wüste, weil sie war ja bis vor einer Weile noch in der Wüste und hat hier noch überall rumgeschaut und sowas. Seitdem wir die Windwüste betreten haben, war die hier. Wir konnten sie vertreiben und haben es nur geschafft, hier in den stillen Wald hineinzugehen. Und nun geht es eigentlich mit den Spekulationen los. Wie viel des Spiels kommt noch auf uns zu? Und ich will nicht zu viel riskieren. Genau aus diesem Grund habe ich jetzt vor, bis zum Zielpunkt vorzudringen, aber habe eigentlich noch nicht vor, es komplett zu betreten. Denn wir wollen ja 100% in dem Spiel abschließen. Das war ja unser Plan von Anfang an. Und wenn wir jetzt hier auf unser Inventar schauen, welches zugleich auch die 100% darstellen kann, wenn hier alles leuchtet und mit Licht erfüllt ist, also diese Krone da oben nicht, aber wenn hier alles voll ist hier unten, und hier an den Seiten, dann sollten wir 100% haben. Und jetzt gucken wir mal zusammen drauf, was wir noch zu erledigen haben. Zum einen müssen wir noch eine Quest schaffen. Ich glaube, das sind Quests gewesen. Das sind generell die Groms-Arbeiten gewesen. Da brauchen wir nochmal 4 Gorlek-Erze, um das hinzubekommen. Ich überlege gerade, gab es auf der Karte welche? Also hier nicht, aber da werden wir auch nochmal Ausschau halten darauf hin. Also wir haben ja eigentlich den Groß der Karte gesehen. Und ich habe auch schon eine Taktik, wie wir den Rest der Karte noch finden können. Keine Sorge, aber die meisten Teile hier haben wir schon gefunden. Der Rest könnten irgendwelche Quest-Gegenstände sein. Vielleicht finden wir den Rest auch, wie gesagt, hier noch. Ich habe keine Ahnung, aber hier auf dem Punkt war nichts mehr. Zudem sollten wir nochmal alle Karten von Lupo gekauft haben, was nicht notwendig ist. Also man muss nicht alles im Shop kaufen, das weiß ich auch inzwischen. Und es fehlt sowohl noch eine Energie als auch Lebenszelle. Das kann man hier auch erkennen an den beiden Punkten, dass die uns noch fehlen. Dann fehlen uns noch irgendwelche Quests generell. Eine gute Tat, das hat auch alles damit zusammenzuhängen, diese ganz große Quest hier. Es gibt noch einen Samen, der uns noch fehlt. Und was ist das hier nochmal? Eine gute Tat hier drüben. Also auf jeden Fall werden wir uns heute umgucken und mit anderen Worten Backtracking ins Feinste machen. Ich habe jetzt zuallererst vor, das hier zu Ende zu erkunden. Es könnte natürlich viel größer sein, das Gebiet, als gedacht noch. Und dann gibt es erst im nächsten Part, klar. Allerdings ist geplant hier, nee, nicht da. Guck mal, es sind auch noch ein paar Quests hier oben. Hier ist geplant, das Gebiet zu Ende zu erkunden und dann werden wir uns ja in sämtliche Gebiete bereitgeben, wie hier diese Energiezelle, damit machen wir die Windruinen noch 100% voll wahrscheinlich, weil die 50% noch von irgendwo herkamen, also gehe ich mal davon aus, dass das die anderen 50% sind, das Gebiet ist ja nicht groß. Und dann werden wir uns aufbegeben in die Brunnenquelllichtung und werden dort die Questline in dem Schatten machen, hier in der Dunkelheit, und werden Lupo nach einer ganz besonderen Sache fragen, denn diese sollte Karten für uns bereitgestellt haben, mit welchen wir alles finden können. Sowohl alle Lebens- als Energie- als auch Geistersplitter. Und wir werden diese vollkommen leer kaufen und dann uns auf die Suche begeben nach dem letzten Lebensstück, was es hier noch zu geben mag. Aber zuallererst, wie schon erwähnt, Leute, bevor wir damit beginnen, auch die Tauschquest werden wir weiterführen. Da habe ich einen Freund gefragt, was da abging. Werden wir uns nach oben begeben. Dem letzten Punkt meines Erachtens, der uns noch hier fehlt. Das sind nur noch 4%, die uns generell hier fehlen. Das letzte Mal sind wir hier nach rechts abgedriftet und haben die neue Fähigkeit, dieses Durchstarten hier bekommen. Mit dieser Fähigkeit können wir uns eben nach oben boosten. Oh, das ist kritisch. Fliegen ganz kurz. Okay, das ist... Oh Gott, das ist nicht ohne. Also, das macht noch nicht viel Schaden, aber ich möchte jetzt auch richtig timen halt. Erstmal natürlich einen Angriff. Jetzt tun wir uns durchboosten. Zack, ich weiß auch nicht... Bleibt es ja noch stehen ganz kurz? Ach, ich kann das nur einmal machen. Warte mal, wie soll ich damit dann nach oben kommen dann? Wenn ich das nur einmal einsetzen kann.
Muss ich dann irgendwo zwischenlanden oder was? Ach ja, ich muss da zwischenlanden da drüben. Okay, verstehe. Das war falsch getimed, aber ja gut, das Problem ist auch, wir kommen halt... Alter, WTF! Oh mein Gott, wir müssen das richtig gut timen, ansonsten kommen wir ja nicht lebend durch. Ja, so. Jetzt müssen wir uns hier festhalten. Und jetzt bin ich irgendwie... Ich habe den Heil verloren irgendwie. Was ist das für eine Scheißstelle hier? Also irgendwie glitscht das irgendwie... Immer der glitscht das ein bisschen rum. Okay, wir müssen das richtig timen. Oder das ist schwieriger als gedacht. Mit dieser Fähigkeit können wir an Höhe gewinnen. Das haben wir im letzten Part erhalten, als wir uns hier in der Karte aufgehalten haben. Geht gerne zurück, wenn ihr da nicht so passen wollt, bevor ich jetzt hier einen der finalen Backtracking-Parts anschaut. Solltet ihr ebenfalls auch einiges suchen vielleicht oder sonst was. WTF. Und das Problem ist auch, du kommst hier ja kaum weiter, Alter. Ich habe einen Dreifachsprung, aber das ist trotzdem nicht einfach, wenn man es verkackt. Oh, hier kann man zwischenstehen, cool. Das passt. Komm, jetzt schaff's. Ori. Bruder. Oh, nochmal. Nein. What the hell? Das ist übel ekelhaft, Alter. Das ist ja richtig schlimm. Erstmal ist das Timing extrem unfair. Du kriegst sau viel Schaden reingedrückt. Trotz dessen, dass ich Ahnenlicht besitze und somit eine Defense habe. Diese scheiß Laser kommen mir viel zu schnell. Das ist bescheuert. Wie soll ich da wieder zwei Stufen durchkommen? Vor allem ist... Achso. Okay. Jetzt halte ich mich irgendwie ganz komisch hier. Aber egal, wir schaffen das. Jetzt kann ich nochmal starten, weil ich mich festgehalten habe. Ganz kurz, komm hier oben an. Leute, das war ja schon heftig genug für sich schon. Okay. Wie gesagt, hier hochzugehen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das wissen wir jetzt alle. Gibt es hier trotzdem noch irgendeine andere Möglichkeit, vielleicht was zu machen? Nicht wirklich, oder man kommt hier nicht durch. Huh. Wie weit können wir gehen, ist die Frage. Oh, das sieht gut, das sieht aus wie der Finalpunkt, ja. Stiller Wald. Das sieht aus wie der Finalpunkt. Okay, Leute, ich wollte mich selber überzeugen, was hier oben abgeht. Oh, sieht das brutal hier aus. Ich glaube, wenn wir diesen Ort betreten, beginnt das Finale offiziell. Das sollten wir noch nicht tun. Ich wollte das nur wissen. Nun würde ich sagen, beginnen wir mit dem Backtracking zuallererst. Wir werden anfangen hier in den Windruinen. Da haben wir ja einen Teleporter sogar erhalten, interessanter und wichtigerweise. Haben wir noch einen Samen eigentlich bekommen? Ja, wir haben noch einen Samen. Das passt. Okay, hier haben wir Samen des letzten Baumes. Den haben wir noch, das ist gut. Dann können wir die Quest hier abschließen. Hoffe ich. Aber zuallererst geht es für uns hier in die Wüste, wo wir uns die Energiezelle, die letzte, holen. Daneben soll uns nur noch eine letzte Lebenszelle fehlen. Wir werden trotzdem alles bei Lupo kaufen und hoffen, dass wir dann 100% im Spiel erreicht haben. Ich hoffe nicht, dass wir die Karten alle kaufen müssen aus jedem Gebiet, weil ich weiß nicht, ob ich Lupo in jedem Gebiet gefunden habe. Hier unten wäre ja direkt schon der Punkt. Den riesigen Wurm, der riesige Wurm hat uns ja hier rausgeekelt und meine Frage ist dann jetzt, wo ist denn der Punkt eigentlich gewesen? Achso, hier unten direkt schon? Habe ich es aber nur vergessen oder muss man zurückkommen, nachdem der Wurm gekommen ist? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, man muss hier zurückkommen. Aha, auf andere Seite ist es. Das kann man sogar durch die geheime Fähigkeit erkennen. Super. Ich glaube, man muss nochmal zurückkommen und dann die Energiezelle holen hier durch den Wurm. Oder man holt hier... Warte mal, aber wieso habe ich jetzt nur ein Fragment? Dann fehlt ja doch noch ein Teil. Aber ich habe doch jetzt alle gefunden. Ah, nee. Ach, gesamte Energiezellen, jetzt verstehe ich das. Okay, gesamte Energiezellen, verstehe. Okay, ja, ja. Das war mein Fehler gerade. Also fehlt es noch eine weitere. Ich dachte schon, das ist die letzte jetzt gewesen, aber nein. Klar, hier werden die Fragmente nicht gespeichert, sondern die Energiezellen generell. Ich bin doch einfach hier drüber geflogen oder so. Beim letzten Mal bin ich ja auch gestorben, als ich runtergefallen bin, ganz random bei dem stillen Wald da. Bei diesem neueren Gebiet, wo wir gerade waren. Da dachte ich, dass ich nach unten kann, da waren irgendwelche Wolken, bin gestorben. Ja gut, hätten wir alles erklärt hier, ja, Windruinen sind damit zu 100% abgeschlossen, genauso wie die Wüste. Diese Ecke hier, die oben rechts gelegene Ecke, können wir nur abschließen, mehr oder weniger. Nur er wird noch relevant für uns. Nun würde ich sagen, begeben wir uns zur Brunnenquellichtung und sprechen mit der Person, die seit Ewigkeiten schon die Tauschquest für uns weitermacht. Denn diese wollen wir im heutigen Part ebenfalls abschließen, entlang mit ein paar anderen Kleinigkeiten. Also, bis gleich. Ach ja, die Brunnenquellichtung. Auch einer der Orte, die wir doch recht früh im Spiel kennengelernt haben. Es befindet sich genau, oder sie befindet sich genau vor dem ersten großen Dungeon, und zwar Brunnenquell selber. Beiden haben wir 94%. Ich bin mal gespannt, was uns hier noch gefehlt hatte. Bevor wir jetzt das erkunden, nochmal kurz mit Chrome sprechen, wie viele jetzt er wirklich möchte, um die letzte Sache hier abzuschließen. Ich gehe davon aus, wir brauchen noch 4 weitere Chromerze, weil uns noch 4 fehlten. Aber meine Frage ist, 4 Stück? Das ist ziemlich viel. Wir haben kein einziges auf der Karte gesehen, glaube ich. Man hat es übersehen, aber Bruder, wo sind die denn bitte? Der ganze Wald spricht davon, dass das Licht wieder ganz ist. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass die Ruinen meiner Heimat ihren Zweck erfüllt haben. Nun geh, Geist. Die Weide wartet schon zu lange auf die Rückkehr des Lichts. Mit ein wenig Gorlek könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Und ja, für ein wenig Gorlek-Magie möchte er 10 Stück haben. Und ich bin gespannt, wo wir das herbekommen können. Kann man auch irgendwas kaufen mit irgendeinem Shop oder sowas? Oder ich weiß nicht ganz genau. Aber wir sind nicht der einzige Gruppe, warum wir hier sind. Ursprünglicherweise wollen wir zum einen die Quest hier abschließen.
Und wir wollen mit der Person reden, die wir seit Ewigkeit nicht gesehen haben. Oder mit der wir seit Ewigkeit nicht mehr gesprochen haben, aber welche eine Quest für uns hatte. Und zwar diesen Moki, genau hier vor der dunklen Ecke. Oh, hallo, du hast... Das ist aber ein sehr schöner Hut, den du da hast. Darf ich ihn haben? Das Sonnenlicht hier auf der Lichtung ist zu grell für mich. Ich gebe dir diese leere Laterne dafür. Meine Zeit in der Dunkelheit sind vorüber. Jetzt beginnt meine Zeit im Schatten. Danke dir. Eine leere Laterne. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Die Kerze daran ist komplett geschmolzen. Wer will denn eine leere Laterne haben? Oh, der Hut ist jetzt auf. Das ist ja cool, wie er den Hut jetzt auf hat hier. Das ist ja niedlich. Mit ihm haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gesprochen. Ich denke mal, wir müssen noch mit anderen von denen hier reden, oder? Die vielleicht eine Laterne brauchen. Also ich weiß nicht ganz genau, aber... also eine leere Laterne kann ich mir eigentlich nur im stillen Wald vielleicht vorstellen. Oder vielleicht... Aber so eine Spinne vielleicht auch? In der Schimmelwaldtiefe? In den Schimmelwaldtiefen? Der hier vielleicht zum Beispiel. Hier kann man reden. Gucken wir uns mal den nochmal an, später. Der könnte das so eine leere Laterne eventuell gebrauchen in diesem Gebiet hier. Aber bevor wir jetzt das machen, geht's uns in eine andere Ecke. Und zwar erst wechseln wir die Fähigkeiten wieder ein. Also wir regenerieren ein paar Leben. Ich glaube, wir sind sogar in der falschen Ecke gerade hier, oder? Ich bin falsch abgebogen. Wir müssen jetzt eh die Fähigkeit wechseln. Und zwar zu einer Fähigkeit, die wir eben eh schon mal tief erreicht haben. Und zwar der Blitzfähigkeit. Die werden wir jetzt auch ausrüsten. Genug Energie haben wir aufgeladen. Wir sind hier doch wirklich nur in der falschen Richtung oder in der falschen Ecke. Ja, ja. Gehen wir da raus. In Doppelsprung ist das ziemlich einfach. Ich weiß gar nicht mehr. Aber wo war denn das nochmal? War das jetzt von hier oben zu erreichen oder was? Wieso ist denn das... Das ist doch aber das Quest-Symbol, oder? Nee, von Hand zu Hand. Ein Moki hat dir eine Groms-Laterne gegeben. Sie ist leer. Ah, eine Groms-Laterne? Wollte dieser eine Grom aber nicht Wasser haben? Und dann wollte der eine Laterne haben? Ich hab das vergessen. Ich dachte, dass der Wasser möchte. Dann müssen wir nämlich in die Wüste. Zu dem Typen, warte mal, wo ist denn das nochmal gewesen? Dann müssen wir ja zu ihm hier. Das kann auch sein, dass es eine Groms-Laterne ist. Okay, dann gehen wir mal zuallererst zu ihm hier. Aber zuallererst will ich jetzt mal kurz gucken, wo der Punkt war, wo wir abtauchen konnten. Aha, das war hier. Genau. Denn wir stehen immer noch 6% und die 6% könnten sich neben den Quests, die wir hier noch abschließen können, eventuell dort in der Ecke befinden. Hier unten waren wir schon mal, glaube ich, ganz genau. Da ist nicht mehr viel für uns. Ich hoffe, dass sich das eventuell ein weiteres Stückchen Leben hier drin in dieser Höhle befindet. Wir waren schon mal auch hier vor Ewigkeiten drin. Nun können wir diesen Ort ebenfalls erkunden. Durch unseren Überlauf können wir Leben zu Energie machen und Energie zu Leben machen. Ich hoffe, das habe ich mal ausgerüstet hier. Ja, Überlauf ist drin. Das ist eine sehr geile Fähigkeit übrigens. Ich habe viel versucht hier. Ich habe versucht, im Bogen regelmäßig Licht zu erzeugen, um mich durch das Gebiet so zu kämpfen, weil das ein bisschen Licht gibt. Aber am Ende läuft das nicht gut hinaus, weil unten war das Gebiet größer als gedacht ist. Man hat leider keine Karte. Und hier müssen noch recht schnell sein. Mit der Blitzfähigkeit, der Fähigkeit, die ich im letzten Gebiet erhalten habe, können wir uns hier jedoch umschauen. Leider reicht Sears Licht auch alleine nicht aus. Was irgendwie komisch ist irgendwie, oder? Dass man sich hier zurechtfinden kann. Also machen wir es ganz klassisch so. Okay, jetzt würde ich gerne die Stadtfähigkeit einsetzen können. Ist meine Meinung, aber... Ist ja oben nichts mehr? Warte mal, ich will jetzt aber ganz kurz nach oben boosten. Nee, das ist wirklich nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter nach unten, weil spätestens hier hätten wir nichts machen können. Auch hier unter Wasser kann man das Licht nicht an- und ausschalten. Zumindest habe ich das beim letzten Mal mitbekommen, dass man das Licht oben aktivieren muss über Wasser. Und dann kann man mit dem Licht auch abtauchen. Die Musik bleibt sogar so friedlich hier. Ich glaube, hier ist gar nicht mal so viel los, oder? Ist einfach nur stockfinster. Und aus welchen Gründen auch immer, sterben wir. Wenn stockfinster ist. Ja, Sommer gerade weg, WTF. Habe selbst ich gehört. Was war gerade los, WTF? Naja. Hat sich wieder gelegt. Ich hoffe, das kommt nicht häufiger, so ein Soundfehler. Auch wenn dieses Schild einen dauerhaften Ton von sich gibt und das vielleicht den Sound hier überfordert irgendwie auf meinem PC. Lange werden wir nicht mehr tragen müssen. Auch durch die Tauchfähigkeit können wir hier ohne Luft zu holen gut vorankommen. Was ist denn das? Ein Questgegenstand? Herzförmige Eiche, ja. Du hast einen Questgegenstand gefunden. Ach ja, ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Moki gemacht wurde. Der Moki, der hier irgendwo war, stimmt, der wollte das doch haben, oder nicht? Aber du hast eine herzogliche Eichel in einer düsteren Höhle gefunden. Gib dem Moki die Eichel zurück. Wo war denn dieser Moki nochmal? War der direkt hier draußen aus der Höhle? Ich glaube. Ist hier noch was anderes versteckt? Die hat schön geleuchtet hier, die Eichel. Und wir kriegen Energie zum Auffüllen. Man hat also daran gedacht, dass wir Energie brauchen. Ich habe nur leider jetzt nichts anderes gesehen. Keine Energiezelle, keine Lebenszelle, kein gar nichts. Also sollte sich hier noch was befinden, werden wir es sehen, sobald wir... die Karte von Moki, wer ist der jetzt nochmal, der von dem Kartentypen erhalten haben. Ich hoffe, wir finden noch was hier, das ist ja richtig geil, weil, wie gesagt, auch Leben fehlt uns noch. Und wo ist die Energie bitte? Oh Gott. So, Energie brauchen wir, wie gesagt, bis zu abwinken, das ist ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott. Hör auf, immer wieder runterzufallen. Ori, du weißt, du kannst das, du bist doch sehr athletisch. Und wieder war das, ist der Sound weg. WTF, was ist das für ein scheiß Soundbug? Man, das höre nicht nur ich, ihr diesen Fehler, den höre ich genauso, also... Ich hätte das schon mal gehabt, das war aber Ewigkeiten her und da habe ich diesen Fehler nicht gehört, habe nur ihr das in der Aufnahme dann gehört.
Oh, das müsste viel Energie sein hier, ja. Gut, mehr ist es nicht. Wir haben einen schönen Rundgang gemacht. Haben es geschafft. Nun geben wir dem Moki, der direkt vor der Höhle stand, seine, warte, ich will mit ihm sprechen, seine herzförmige Eichel zurück. Meine Eichel, du hast sie gefunden! Ich werde sie nie wieder loslassen. Oh, ist das süß. Kriegen wir noch irgendwas von dir? Ah, Licht, okay. Großes Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann man, ja gut, das ist klar. Ich dachte, der gibt mir jetzt irgendwie so ein Gorlek-Erz. Aber wir haben die Nebenquest geschafft und haben somit ein weiteres Licht hier hinzugefügt wahrscheinlich. Ich weiß nicht welches, aber garantiert müssen wir jetzt hinzugefügt haben. Ich glaube, das hier. Ja genau, hat seine Eiche zurückgelangt. Das war noch nicht da. Wir müssen noch weitere Quests abschließen, um weiter voranzukommen. Ich würde sagen, ich höre mich jetzt noch ein bisschen hier in der Brunnenquerlichtung um und schaue nochmal. Warte mal, das kann man aber auch gut erkennen, wenn welche Quests ich schon getriggert habe. Von Hand zu Hand habe ich geschafft, oder? Was war von Hand zu Hand nochmal? Warum ist die Quest überhaupt noch da? Finde jemanden, der Licht braucht. Achso, das ist diese große Quest. Ja, ja. Wiederaufbau der Lichtung ist klar. Aufforstung der Lichtung. Aha, okay. Der Gute. Der will ja jetzt auch seinen letzten Samen haben. Dann haben wir ja auch alle Samen offiziell investiert in die Lichtung. Da würde ich sogar sagen, gehen wir jetzt sofort schon hin. Da muss ich nichts rausschneiden. Der ist hier direkt in der Ecke. Wir können ja mit unseren sämtlichen Fähigkeiten, die wir erhalten haben, da eigentlich recht gut hinkommen. Vor allem mit der Fähigkeit starten, die ja auch keine Energie zieht und kann uns ja ordentlich in die Luft werfen. Nutzen wir das. Und ja, da kommen wir easy going nach oben hier. Ist mit dir noch irgendwas hier? Ich habe gehört, ein großes Tentakelmonster hätte das große Rad blockiert und du hättest es besiegt. Das ist witzig. Wirklich witzig. Wie sollte ein kleiner Geist denn ein großes Tentakelmonster bekämpfen? Das geht doch gar nicht. Aber das ist ja süß. Die wissen von dem Verfaul. Oder wie das Viech hieß. Das hieß irgendwie nicht. Das hieß Verfaul. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ich hab das vergessen. Vom Namen her. Wir müssen uns abseilen. Hier unten ist es. Das Haus gewesen von. Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß. Hier Thule, ganz genau. Hast du Samen gefunden, Geist? Ganz genau. Den letzten Samen habe ich auch gefunden. Freuden der Feuermotte. Da die Tage in dem Verfall immer dunkler werden, wird es für die Lichtfänger immer schwieriger, das Licht für ihre hängenden Lampen zu sammeln. Ganz genau. Leck mich am Arsch, Alter. Jetzt klingt's heim, ja. So, Kostase geputzt, das ging gerade gar nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt langsam wieder weg. Leider Gottes ist ja der Schleim im Hals und nicht in der Nase. Und das, wenn das einmal hier runtergewandert ist, kommt es schon wieder hoch. Und dann müssen wir mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt hat. Auf jeden Fall haben wir hier die Freuden der Feuermotte. Und ja, wir geben unserem lieben Thule den letzten Samen. Und nun geht's weiter. Dann fangen wir an. Was wird er nun hier anbauen? Es ist ja schon eine Dekoration für sich, seine schönen Samen hier zu haben. Ah, okay. Hast du jemals eine Feuermotte gesehen? Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfängern nicht widerstehen. Eine Feuermotte noch nicht? Nee. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Diese Lichtung wurde zu meiner Zuflucht, als ich meinen alten Garten dem Eis überlassen musste. Doch der Garten war klein und abgeschieden. Niemand außer mir konnte sich an ihm erfreuen. Jetzt erblüht ein neuer Garten auf der Lichtung und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Danke, Geist. Das ist schon eine Genugtuung für mich selbst. Ich wäre natürlich cool gewesen, wenn ich jetzt Zutritt zu seinem Haus bekommen würde. So zum Ende, dass er doch irgendwas für mich versteckt hat oder so. Eine Lebenszelle oder sowas, keine Ahnung. Aber Prozente gab es dennoch obendrauf. Und zwar 98%. Nun dürften nur noch die letzten Gorlek-Erze fehlen, um hier raus 100% zu machen. Denn das ist nur noch diese Quest hier. Und die große Tauschquest. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen umhören. Und natürlich auch noch hier zu unserem Kartengeber gehen. Und werde gucken, ob noch ein anderer hier von den Moki noch eine Quest für mich hat. Also, wir sehen uns gleich wieder. Gut, vorerst habe ich erstmal nichts mehr gefunden. Also werden wir uns nun zu unserem lieben... Ich habe wirklich den Namen leider vergessen. Ich glaube, der hieß Lupo, oder? Lupo hieß er, glaube ich. Oder? Ja, Lupo, ganz genau. Ich habe es immer noch herausgefunden, bevor ich ihn kurz gesehen hatte. Sehr gut, das ist mir direkt visuell wieder aufgefallen. Ich wusste ja, wie er aussieht, aber ich habe es gerade wieder durch Zufall herausgefunden. Es wird Zeit, sich die wichtigsten Gegenstände in diesem Spiel zu holen. Wir hätten es schon viel früher tun können, aber ich wollte es nicht. Warte mal, ich jetzt hier den Sound ausmache. Hört ihr den Sound auch nicht mehr? Hört den Sound noch, okay. Das war ja auch klar, war gerade dumm von mir überlegt. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Erkundung des Stillen Waldes. Es ist vielleicht nicht meine genaueste Karte, aber es ist definitiv eine der aufregendsten. Genau genommen sind alle Karten aufregend, doch weniger fordern solch einen Wagemut von ihren Kartografen. Auf diesen Karten habe ich einige meiner Beobachtungen markiert. Interesse? Nun sollten die ja halb so teuer sein, oder? Ganz genau. Und die holen wir uns nun. Sowohl werden nun alle Energiezellen auf meinen Karten, die ich bis jetzt gekauft habe, offenbart. Zum einen das, verbindlichsten Dank. Nun werde ich mir allerdings auch, okay, jetzt immer das gleiche wieder. Ich werde mir jetzt auch das gleiche holen mit den Lebenszellen, sogar ein bisschen teurer hier. Und dann natürlich zum Ende hin nochmal, sollten uns ein paar Geistersplitter fehlen, auch diese. Man kann sie ja nicht ohne Grund kaufen und wir haben genug angespart. Erledigen dies also auch. Jetzt hast du meine Beobachtungen auch. Viel Glück. Nun ist nichts mehr zu tun, oder?
Genau genommen sind alle meine Karten aufregend. Okay, er ist einfach nur noch auf mit uns zu reden. Ich dachte, dass er noch immer sagt, ja, du hast alles gekauft, danke dir für die Hilfe oder sowas. Schauen wir auf die gute Karte und gucken, ob wir überhaupt schon, das die nötige finden können. Und zwar eine Lebenszelle habe ich gerade entdecken können, aber die Energiezelle, die fehlt, sehe ich gerade noch nicht. Hier oben ist nichts. Hier drüben ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. So? Naja, gut, lange Namen. Zerstörbare Wand, okay. Also wir müssten irgendwo vergessen haben, mit Lupo zu reden, glaube ich. Und das Problem ist, kannst du ihn nicht irgendwie auf jeder Karte sehen? Das wäre richtig nice. Weil aus irgendwelchen Gründen wird er mir hier nicht mehr angezeigt, weil ich muss ihn auf irgendeiner Karte vergessen haben. Sonst würde mir angezeigt werden, dass mir noch eine Energiezelle fehlt. Denn hier oben haben wir anscheinend im Bauspitze ein Fragment der Lebenszelle vergessen. Und zwar genau dort. Aber der Rest ist bei... Ach doch, hier ist noch eins. Mitten... Hä, warte mal, was ist denn das? WTF, wo ist das bitte? Das muss Finale sein. Das muss Finale sein, Freunde. Aber stiller Wald. Und wo ist vor allem die Energiezelle? Also, Lebenszellen haben wir alle. Es sind eine einzige Energiezelle und ich habe keine Ahnung, wo diese sich befindet. Da müssen wir nochmal Ausschau halten. Entweder müssen wir noch eine Karte kaufen. Von Lupo, damit ich mal irgendwie die Karten bereisen. Und hoffen, dass ich das finde. Wo noch nicht alle Prozente halt voll sind, wie hier zum Beispiel. Vielleicht habe ich hier noch nicht die Karte gekauft. Bei Lupo, vielleicht ist der ja irgendwo hier. Oder hier bei den Lumas, hier muss ja auch irgendwas fehlen. Aber zuallererst einmal würde ich sagen, die Lebenszellen holen wir uns später. Nun beginnen wir mit der großen Tauschquest. Mehr können wir momentan nicht tun. Wir schauen mal, wie danach die Prozente der ganzen einzelnen Bereiche stehen. Und ich würde sagen, wir gehen in die Wüste zurück und fragen den Grom, ob er vielleicht mit einer Laterne was anfangen kann. Guten Tag, Gorlek Minenarbeiter. Können wir dir jetzt eigentlich schon helfen? Reisender, auf ein Wort? Nein, nein, keine Sorge. Ich bin hier verfeiert. Ja, alles gut. Du hast nicht zufällig etwas Wasser. Er will also nicht die Laterne haben. Okay, dann wird es wohl bei... Also die Lumaseen, da kann ich mich daran erinnern, dass ein Moki bei den Lumaseen war. Das ist auch noch ein Teil der Tauschquest, der hier. Der will ja eine Route haben, einen Angelhaken haben. Es kann ja dann aber... Was steht nochmal hier? Nee, das muss auf der Karte nochmal nachgucken. Und zwar der letzte Anhaltspunkt der Quest. Wo war das nochmal? Das war jetzt hier, genau hier. Ein Moki hat dir einen von Groms Laternen gegeben. Sie ist leer. Ach so. Ja, aber das sind das nicht irgendwie... Das ist ein Gorlek, stimmt. Das war kein Grom. Das war gerade falsch überlegt von mir. Wenn jemanden, der Licht braucht, dann werden wir wohl doch nochmal ganz fix hier runtergehen und werden mal gucken, ob vielleicht in den Schimmelwaldtiefen unsere Person ist. Ich meine, da ist es stockfinster und ich kann mir vorstellen, dass ein Moki da verloren ist und vielleicht ein bisschen Licht braucht. Auch wenn sie leer ist. Vielleicht kann er ja Feuerzeug oder sowas. Keine Ahnung. Hat sich die Musik hier angepasst? Warum kommt die mir jetzt so... so vertraut davor? Das war da davor so eine gruselige Musik, oder hat die sich gerne, seitdem wir das Licht haben? Weiß es gar nicht mehr. Brauchst du Hilfe vielleicht? Aha. Hallo, lieber Geist. Hast du etwa eine leere Laterne? Damit kann ich die Glühwürmchen fangen und wieder nach Hause gehen. Hier, dafür kannst du das haben. Es war sehr schwer zu kriegen und es ist klebrig. Was gibst du mir jetzt? Ein Schimmelwald-Seide. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Die feinste Seide aus den Schimmelwaldtiefen. Finde jemanden, der einen Faden braucht. Drücke Tab, um Quest-Details zu öffnen. Ach so, es könnte sein, dass der Typ hier in den Lumaseen vielleicht keinen Haken braucht, sondern ein Seil braucht. Das kann sein, Leute, daran erinnere ich mich. Würde es Sinn ergeben, man braucht ja einen Faden und, also eine Schnur und einen Haken. Also, gehen wir mal hin mit Erfolg. Vielleicht können wir bei ihm fündig werden. Jetzt macht alles langsam wieder Sinn. Ja, die Lumaseen. Ein schöner Ort. Hier haben wir angefangen, unser Abenteuer. Wir durften uns zwischen vier Orten entscheiden. Wir sind meines Erachtens nach zuerst in die Lumaseen gegangen. Wo wir... Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Eigentlich Quollok. Den Namen darf ich nicht vergessen. Das wäre einfach nur für alle Ehren scheiße. Wir haben mit Quollok verloren. Ich will darüber nicht reden. Hallo, Moment. Ist es ein Faden? Wo hast du den denn gefunden? Daraus könnte ich ein Netz für den besten Fischer-Moki machen. Ich gebe dir dafür das hier. Das ist das alte Fernglas meines Vaters. Keine Sorge, er wird es nicht brauchen. Er segelt nicht mehr. Er schläft und isst nur noch. Eine Menge. Darum brauche ich ja ein Netz. Aha, okay. Danke dir. Und wir lagen richtig, ein Fernrohr. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er wurde aus fein gravierten Holz und geschliffenen Kristallen gefertigt. Das ist eine coole Belohnung. Die gefällt mir. Finde jemanden, der ein Fernrohr braucht. Oh Gott, jetzt wird das ja richtig strange hier. Aber jetzt können wir ja ein bisschen ausschließen schon. Den Moki hier haben wir ja geschafft zum Beispiel. Ich denke mal, hier wird es nichts mehr geben. Wird es nicht mehr geben. Hier gibt es in dem Gebiet gar keinen Moki, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Problem ist leider auch, dass die Moki gespeichert werden. Also die sind weg.
Die sind weg jetzt. Oh, das ist geil. Das ist sehr gut. Ich dachte, dass die bleiben, weil dann können wir uns jetzt hier umgucken und könnten rein theoretisch. Wir müssen ja noch irgendeinen finden, der uns Wasser geben kann. Ich gehe mal davon aus, dass das die Person bald sein wird, die wir jetzt bald auffinden werden. Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht mehr. Keiner von den Mucki, die ich hier vorgefunden habe, brauchte ein Fernglas meines Erachtens nach. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier unten ist da noch irgendwo ein einzelnes Mucki-Köpfchen. Weil dann würde das darauf schließen, dass wir den brauchen. Aber das Einzige, was ich gerade finde, ist eventuell der hier. Oder der hier. Und genau dazwischen ist ein Teleporter. Leute, versuchen wir zum Glück. Hoffentlich will einer von denen ein Fernglas haben. Okay, bist du derjenige, den ich suche? Hallo, der griesgrämige Vogel hat mir gesagt, du hättest vielen Mogi geholfen und viele Geheimnisse entdeckt. Du hast Schlappohren, aber du findest trotzdem Freunde. Okay, er war es nicht. Er redet wahrscheinlich von Tuck oder wie der hieß. Ich gehe jetzt mal zu dem daneben an direkt. Also, bis gleich. Mit der Startenfähigkeit ist einiges einfacher. Sehr gut. Du vielleicht. Ich habe gehört, du hättest die Geisterschatten. Nee, das ist nicht, oder? Scheiße! Aber wer will denn dann bitte noch was von mir haben? Ich sehe auch keinen mehr. Hier ist nichts mehr. Aber einer von denen hier war das doch auch nicht. Oder will einer von... Ich habe jetzt nur mit dem Moki gesprochen, aber ich habe auch keinen gesehen, der irgendwie ein Fernglas haben wollte. Das ist schon komisch. Also ich würde sagen, notfalls google ich jetzt einfach mal, wer das denn sein könnte. Also es kann ja eigentlich nur noch einer in der Ponyke-Richtung sein, der ein Fernglas möchte. Oder ich hätte die Person noch nicht gefunden, aber das ist auch bescheuert. Wo ist denn der? Hier oder was? Weil das irgendwie ein neues Gebiet für mich ist. Wer weiß. Ich google mal. One hour later. Ich lag der einer mal richtig, dass es einer aus der Brunnenquelle-Richtung, ja, die Hilfe braucht und ein Fernglas benötigt. Leider Gottes habe ich nicht gedacht, dass die Person, die eine generelle Aufgabe hat, und zwar unsere Statistiken zu speichern, dass die Person, mit der wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gesprochen haben, weil mir die Statistiken egal waren, dass der Typ hier, der nur einmalig auf der Karte vorkommt, das Fernglas braucht. Ich habe vergessen, dass er das wollte, wenn ich es überhaupt mal gesagt hat. Meine Güte. Sieh mal einer an, ist das ein Fernrohr? So eines könnte ich gut gebrauchen. Da müsste ich dir nicht so dicht auf folgen. Nicht, dass ich dir folge überall hin. Hier, nimm diese Feldflasche. Sie ist mit köstlichem Wasser gefüllt. Zwei in einem also. Okay, schön. Also eine Flasche und Wasser. Feldflasche, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Aus feinem Leder, gefüllt mit frischem Wasser. Gut, dann dir jetzt viel Spaß beim Stalken über größere Entfernungen, dass ich das nicht mehr checke. Du warst aber auch so schon exzellent beim Verschwecken. Nun geht es aber sowas von zum dritten und hoffentlich zum letzten Mal hier in die Windwüste. Und wir werden den Grom das köstliche Wasser geben. Ich hoffe, er wird der Endpunkt sein. Hoffen wir es. Bis gleich. Okay, Gorlek Minenarbeiter. Alle guten Dinge sind drei, habe ich gehört. Reisender, sehe ich da etwas? Ich habe eine Feldflasche? Eine volle Feldflasche? Wäre es vielleicht wirklich einem armen, umherstreifenden Gorlek was davon abzugeben? Du hast dir verdient, Kumpel. Du brauchst zwar nicht viel Wasser, hast du gesagt, aber... Du, ich weiß nicht, wie lange du schon nichts mehr getrunken hast. Danke, wäre eine Schande gewesen, dem Fall zu entkommen, nur um dann zu verdursten. Hier, du kannst dafür diese Steintafel haben. Ich habe sie bei den Ruinen gefunden. Sie ist bestimmt wichtig. Eine Steintafel? Ein Kartensteinfragment. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Es sind Pfeillinien und exotische Symbole auf ihn gemeißelt. Finde den alten Kartenstein. Drücke Tab, um Questdetails zu öffnen. Was können wir denn mit einem Kartenstein nun machen? Hilft dem jetzt einfach generell auf der Karte schon weiter? Kann ich jetzt die neuen Einträge sehen irgendwie? Details? Nö. Was bringt es mir? Ein Gorlek hat dir eine Steintafel gegeben. Sie ist Teil eines alten Kartensteines. In einem weit entfernten Tempel. Finde den alten Kartenstein. Das ist mein Ziel jetzt. Finde den alten Kartenstein. Aber dieser Tempel kann nicht hiermit zusammenhängen. Aber welcher Tempel ist gemeint? Ein weit entfernter Tempel. Okay. Also es gibt eine Person, mit der ich reden könnte, bevor ich jetzt mich auf die Suche nach einem Tempel begebe, und zwar mit Lupo. Dieser kennt sich ja sehr gut mit Karten aus und vielleicht müssen wir mit ihm reden davor. Vielleicht weiß er was darüber Bescheid. Also das würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part. Wir haben die größtenteils die Tauschquest bis zum Ende gebracht, kann man größtenteils sagen. Zudem haben wir die letzten Gebiete noch das Gebiet hier noch zu 100% gefüllt. Haben die Karten gekauft und wissen nun auch in der Brunnenquelle-Richtung fast die 100% zu schätzen, haben auch die Quest hier abgeschlossen. Im nächsten werden wir, wie gesagt, hoffentlich das Kartenfragment-Rätsel lösen, werden hoffentlich diese Lebenszellen hier finden und uns dann, ja,
wieder hierher aufbauen. Ich bin mal gespannt, was hier noch auf uns wartet, wenn wir hier reingehen. Ob es Finale ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich will davor aber im besten Fall die Tauschquest abgeschlossen haben. Insofern das Gebiet nicht vielleicht mit dem Kartenstein zusammenhängt, was wir noch freischalten. Lasst mir auf jeden Fall ein Like, wenn euch ein paar Kurse gefallen hat. Und ein Abo und noch einen schönen restlichen Tag und einen schönen kommenden Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall zurück zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.